Heute haben wir ein brandneues Rad für euch. Ein neues Orbea Aerorad, welches bei der diesjährigen Vuelta a España seinen Auftritt hatte. Und zwar wird es vom schnellen spanischen Mann vom Team Euskaltel Euskadi Juan José Lobato gefahren. Wahrscheinlich ist es das neueste Modell vom Orbea Orca Aero, das er bei der diesjährigen Vuelta gefahren ist. Ich werde euch alle Details dieses Rads verraten, die Maße durchgeben und am Ende das Rad für euch wiegen. Aber zuallererst sprechen wir über das Design. Das Bike sticht wirklich aus der Masse heraus und fährt quasi als Erlkönig bei der diesjährigen Vuelta mit und firmiert bis dato nur unter dem Hashtag YOLA. Dies kann man allerdings nur durch eine rote Scheibe erkennen, was nochmal einen Spezialeffekt mit sich bringt. Diese Aufschrift finden wir am Oberrohr und auf den Kettenstreben. Das Muster steht symbolisch für den Übergang von einem ruhigen Meer zu rauen Wellen, die heftig gegen die Küstenlinie schlagen, während die Flut unter dem wachsamen Auge der imposanten baskischen Berge ansteigt. Das klingt doch schon fast nach Sommerurlaub. Auf dem Rad sind weitere versteckte Botschaften in Form von Zahlen hinterlassen, die ebenfalls nur durch ein rotes Glas sichtbar werden. Dazu zählt auch der Markenname Orbea am Unterrohr und, wie bereits angesprochen, verschiedene Zahlen an der Gabel, der Sattelstütze und an dem oberen Bereich des Sitzrohrs. Zwei Zahlen konnte ich durch aufmerksames Verfolgen der Social Media Kanäle von Orbea schon entschlüsseln. Dabei steht die 15 für 15 Watt Ersparnis bei 40 km/h und die 28 für 28 Watt Ersparnis bei 50 km/h. Wozu die weiteren zwei Zahlen 30 und 21 stehen, werden wir bestimmt bald herausfinden. Oder vielleicht weißt du es bereits, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Aber kommen wir jetzt von poetischen Umschreibungen und geheimen Botschaften zu den Komponenten des Orbea-Rads. Ausgestattet ist es mit der Dura-Ace DI2 9150 für hydraulische Scheibenbremsen. Lediglich in der Mitte des Rades haben wir die Kurbel von FSA mit integriertem Powerbox-Leistungsmesser. Die Kurbellänge beträgt 172,5 mm. Bei der Übersetzung hat Juan wahrscheinlich für die schnellen Sprints ein 54er Kettenblatt als großes und ein 42er Kettenblatt als kleines montiert. Die Pedale kommen ebenfalls von Shimano. Hinten wurde eine Kassette von 11 bis 28 Zähnen aufgebracht, die durch ein Shimano Dura-Ace Schaltwerk geschaltet werden. Die Laufräder kommen von der Marke Vision, und zwar die Vision Metron 55 mit Vittoria Corsa Graphene Schlauchreifen in 25 mm Breite. Diese Reifen sind sehr beliebt unter den Profis wegen ihres Grips und dem sehr geringen Rollwiderstandes. Gebremst wird wie bereits erwähnt hydraulisch und vorne haben wir einen Bremsscheibenrotor in 160 mm Durchmesser und hinten einen kleineren in 140 mm. Kommen wir jetzt zum vorderen Teil des neuen Orbeas. Der Lenker ist eine Eigenproduktion des baskischen Radherstellers und trägt den Namen OC2 Aero in der Kompaktversion. Das bedeutet, er hat eine Breite von 40 cm unten und oben eine Breite von 38 cm. Wie bereits beim Rahmen ist hier alles auf die Aerodynamik abgestimmt und der Lenker sieht super aufgeräumt aus, was bedeutet, dass die hydraulischen Bremsleitungen und DI2-Kabel sehr elegant im Lenker verlegt wurden und dann sauber in den Vorbau übergehen und von dort aus in dem Rahmen verschwinden, ohne dem Wind eine potenzielle Angriffsfläche zu bieten. Der bereits erwähnte Vorbau kommt in 120 mm Länge. Ebenfalls am Lenker haben wir eine integrierte Halterung für einen Garmin 830 Radcomputer, der hier allerdings nicht aufgesteckt wurde. Komfortabel auf dem Rad sitzt der Spanier der Euskaltel Euskadi Mannschaft auf dem Prologo Scratch M5. Die Sattelstütze ist ebenfalls von Orbea und trägt die bereits entschlüsselten Zahlen 15 und 28. Flaschenhalter kommen von Elite und dabei können wir auch noch ein weiteres, meiner Meinung nach gut durchdachtes Detail erkennen, und zwar die DI2 Verteilerbox befindet sich am Übergang zwischen Unterrohr und Sitzrohr über dem Tretlager quasi. Das finde ich mal sehr gut durchdacht, wenn die Verteilerbox nicht irgendwo unter dem Vorbau baumelt. Kommen wir nur zu den Maßen. Juan José Lobato misst 1,73 Meter und sitzt somit auf einer Sitzhöhe von 72,3 cm. Der Abstand von Sattel bis Lenker beträgt 56 cm. Die Überhöhung beträgt ganze 10 cm. Das Rad wiegt 7,79 kg, was meiner Meinung nach völlig normal ist für ein ausgewiesenes Aerorad. Für die Bergetappen kann Juan wahrscheinlich auf das leichtere Orbea Orca zurückgreifen. Schreibt mir eure Meinung und Tipps gerne in die Kommentare. Am besten, du gibst dem Video noch einen Daumen hoch und abonnierst unseren Kanal GCN auf Deutsch für weitere Probikes und andere Videos zum Thema Radsport. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!